Passend zum 100-jährigen Bestehen des traditionsreichen Vereins Waldheim Zuffenhausen 1911 e.V. öffnet am 2. Juni 2011 ab 10 Uhr der Waldklettergarten Stuttgart nun auch auf dem vereinseigenen Gelände erstmalig seine Tore. Ab diesem Tage stehen den Besuchern über 60 verschiedene Kletterelemente in bis zu 11 Metern Höhe zur Verfügung. Gesichert werden die Gäste durch ein Sicherungssystem, welches Komplettaushängungen verhindert und so für ein großes Plus an Sicherheit sorgt. Dieter Kupsch vom Waldheim-Vorstand erklärte: Der Verein Waldheim Zuffenhausen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. 1911 im Mai wurde er gegründet durch die Arbeiterschaft, das heißt den Gewerkschaften Leder und Holz, den Vereinsmitgliedern des Waldheim-Vereins. Und das war hauptsächlich natürlich für Schulung und für die Weiterbildung auch für die Erwachsenen, allerdings auch für Kinder. Man darf eins nicht vergessen, damals gab es noch die Kinderarmut. Und das war natürlich überhaupt ein Prä, dass man denn die Möglichkeit hatten, dass die Kinder hier am Wochenende oder auch mal unter der Woche sich hier austoben konnten in dem Waldgelände, das der Verein Waldheim denn gekauft hat in den Jahren 1911 für ca. 28.000 Reichsmark zur damaligen Zeit. Wir haben uns gedacht, dass wir zu einem Highlight 100 Jahre Waldheim noch etwas Besonderes machen müssen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, mit dem Herrn Keil einen Waldklettergarten einzurichten, der insbesondere natürlich für Kinder und Jugendliche, Schulen, allerdings auch für unsere Kinder- und Jugendfreizeit, die wir jedes Jahr durchführen, gemacht worden ist. Wir freuen uns natürlich darüber, dass hier sowas jetzt entsteht, was jetzt einmalig in Stuttgart ist. Und wir hoffen auch, dass zahlreiche Besucher kommen, insbesondere natürlich Schulen. Und wir freuen uns auf alle Besucher. Und wenn ihr den verschlossen habt, könnt ihr den zweiten aus diesem goldenen Schloss rausmachen und hier dazu hin. Oh Platz! Also, ich komme da schon irgendwie hoch. Die Akteure des Waldheimes rechnen mit bis zu 15.000 Besuchern im Jahr, denn viele Schulklassen und Familien werden erwartet, denn Kletterelemente und rasante Seilrutschen laden dort ein, einzukehren. Bis 19 Uhr, Kletterzeit 3 Stunden 19 Euro, 2 Stunden 16 Euro. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.